Internationale Physik-Olympiade 2025. Hier kommen die Lösungen zur dritten Aufgabe der Hausrunde. Und wenn wir jetzt mal hier auf den Aufgabentext schauen, dann stellen wir fest, der Aufgabentext zur Aufgabe 3 ist sehr, sehr lang. Da ihr jetzt keine Lust habt, alles selber zu lesen, stelle ich die wesentlichen Punkte mal in Stichworten vor. Hier sind zwei Kobaltschichten gegeben und dazwischen eine Kupferschicht. Dadurch fließt senkrecht von unten nach oben ein Elektronenstrom. Die Kobaltschichten haben dabei magnetische Orientierung und wenn kein äußeres Magnetfeld anliegt, dann sieht das so aus. Das heißt, die untere Schicht ist nach rechts orientiert, die obere nach links. Wenn ich hingegen ein äußeres Magnetfeld anlege, dann dreht sich auch die magnetische Orientierung der oberen Schicht nach rechts. Als nächstes ist gegeben, dadurch fließen jetzt Leitungselektronen und diese haben einen Spin nach links oder rechts. Und an der Stelle habe ich erstmal gedacht, wow. Elektronenspin, gehen wir jetzt tatsächlich in die Quantenphysik? Keine Angst, so schlimm wird es nicht. Wir müssen nur wissen, es gibt nach links und nach rechts orientierte Elektronen, die jeweils 50% des Stromflusses ausmachen. Das heißt, ich kann mir das so vorstellen, hier ist ein satter Strom von Elektronen dadurch. Die eine Hälfte ist nach links, die andere nach rechts orientiert. Und das Einzige, was wir aus der Quantenphysik dazu brauchen, ist die Information, der spezifische Widerstand, im Prinzip der Widerstand der Schicht, ist kleiner, wenn die magnetische Orientierung parallel zur Spinorientierung des Elektrons ist, und zwar kleiner, als wenn diese entgegengesetzt orientiert sind, was man antiparallel nennt. Na, dieses Zeichen heißt dann entsprechend Rho für spezifischer Widerstand, und wenn die beiden Pfeile in die gleiche Richtung zeigen, dann ist es parallel, und wenn sie entgegengesetzte Richtung zeigen, antiparallel. Dazu gibt es dann noch ein paar Informationen zur Nebenbedingung, wie etwa, dass das Magnetfeld selbst auf die Elektronenbewegung keinen Einfluss hat, was jetzt schon ein bisschen zweifelhaft ist, aber nehmen wir das einfach mal hin. Und wenn man das alles endlich verstanden hat, dann kommt man zur ersten Frage. Man soll Ersatzschaltskizzen für diese beiden Situationen erstellen. Machen wir uns ran. Das heißt, ohne äußeres Magnetfeld fangen wir an. Wir nehmen die Spannungsquelle und die beiden Kobaltschichten stelle ich einfach mal als zwei Widerstände dar. Ich male noch vorsichtshalber die magnetischen Orientierungen dieser Schichten mit hinein. Und jetzt habe ich den Fluss aus den Elektronen mit rechtsgerichtetem Spin und den Fluss der Elektronen mit linksgerichtetem Spin. Was ich jetzt einfach mache, ich betrachte beide einzeln. Das heißt, ich schalte nochmal die gleiche Schaltung rechts daneben als parallelen Stromkreis, auch wieder mit der magnetischen Orientierung, und tue jetzt so, als würden alle Elektronen mit rechtsgerichtetem Spin durch den linken Kreis fließen und alle mit linksgerichtetem Spin durch den rechten Kreis. Dann kann ich die beiden Situationen einzeln betrachten. Dann schauen wir nämlich in die untere Schicht. Da habe ich Elektronen mit rechtsgerichtetem Spin und die Schicht hat auch eine rechtsgerichtete magnetische Orientierung. Das heißt, hier habe ich einen etwas kleineren Widerstand der Parallelität. Eher parallel bzw. der spezifische Widerstand Rho parallel. Und darüber habe ich dann einen entgegengerichteten Widerstand, also eher antiparallel bzw. Rho antiparallel. Schaue ich mir hingegen die Situation für die Elektronen mit linksgerichtetem Spin an, dann sehe ich, ich habe zuerst einen antiparallelen Widerstand und danach einen parallelen. Aber wenn ich jetzt ein äußeres Magnetfeld anlege, dann ändert sich die Situation. Die Schaltung ist die gleiche, male ich jetzt hier mal ein bisschen schneller, teile auch hier wieder die Ströme in zwei Teilströme auf und schau mal jetzt, für die Elektronen mit rechtsgerichtetem Spin ist der erste Widerstand parallel und der zweite auch. Wenn hingegen für die Elektronen mit linksgerichtetem Spin der erste Widerstand antiparallel ist und der zweite auch. Damit habe ich die erste Teilaufgabe schon gelöst. In der zweiten Teilaufgabe zu zeigen ist, dass der Gesamtwiderstand der Schaltung in der Situation A, also ohne äußeres Magnetfeld, größer ist als in der Situation B, mit äußeres Magnetfeld. Ich stelle das Ganze hier nochmal ziemlich klein dar, weil ich den Platz gleich brauche. Aber gesehen haben wir das Bild ja gerade in groß und fange an zu überlegen, wie ich den Gesamtwiderstand ausrechnen kann. Zuerst betrachte ich mal den linken Teilzweig und weiß, da sind zwei Widerstände in Reihe geschaltet und für Reihenschaltung gilt die ganz einfache Formel. Der Gesamtwiderstand ist die Summe der beiden einzelnen Widerständen. Das heißt, für den linken Teilzweig gilt R links ist gleich R antiparallel plus R parallel. Das gleiche gilt für den rechten Zweig, auch wenn ich da die Reihenfolge andersrum habe. Erst R parallel, dann plus R antiparallel. Diese beiden Zweige sind hingegen nun wieder parallel geschaltet. Und bei Parallelschaltung gilt eine leider etwas kompliziertere Formel, nämlich 1 durch R gesamt ist gleich 1 durch R1 plus 1 durch R2. Dazu habe ich mal ausnahmsweise noch kein Erklärvideo gemacht, kann ich aber noch machen, wenn das gewünscht wird. Wir nehmen erstmal die Formel hin und arbeiten damit. Das heißt, der Gesamtwiderstand in der Situation A ist 1 durch R links plus 1 durch R rechts und davon wieder der Kehrwert. Ich schreibe das mal einfach als hoch minus 1, dann ist es nicht so kompliziert im Ausdruck. Dann setze ich die beiden Formeln von gerade eben ein. Also R links und R rechts, das sind diese beiden Summen. Wir haben jetzt erfreulicherweise den gleichen Nenner. Das heißt, ich kann die beiden Terme zusammenfassen, habe im Zähler noch 1 plus 1 stehen und 1 plus 1 ist 2. Und dann habe ich eben, dass der Gesamtwiderstand 2 durch R parallel plus R antiparallel ist und davon der Kehrwert. Das heißt, jetzt kann ich den Kehrwert ganz einfach bilden und habe R gesamt von A ist R parallel plus R antiparallel halbe.
Und jetzt mache ich das gleiche Spiel für die Situation B. Ich zeichne auch hier nochmal kurz den Ersatzschaltkreis ein und fange wieder an. R links ist jetzt allerdings R parallel plus nochmal R parallel. Gut, das kann ich schon gleich zusammenfassen, das ist zweimal R parallel. Und R rechts ist entsprechend zweimal R antiparallel. Der Gesamtwiderstand berechnet sich wieder eben aus 1 durch R links plus 1 durch R rechts und davon der Kehrwert. Jetzt setze ich die beiden ein, das heißt 1 durch 2 mal R parallel plus 1 durch 2 mal R antiparallel hoch minus 1. Jetzt habe ich ein Problem, jetzt habe ich zwei Brüche mit zwei verschiedenen Nennern. Muss mir mal überlegen, wie kann ich eigentlich Brüche mit verschiedenen Nennern addieren? Das ist eben allgemein mathematisch die Situationsbetrachtung des 1 durch x plus 1 durch y. Wie addiert man zwei Brüche? Ja, man bringt sie auf den Hauptnenner bzw. auf einen gemeinsamen Nenner. Und der einfachste gemeinsame Nenner bei Variablen ist das Produkt. Das heißt, ich muss den ersten Bruch mit y erweitern, dann steht da y durch x mal y und den zweiten muss ich mit x erweitern, dann steht da x durch x mal y. Dann kann ich das Ganze wieder zusammenfassen auf einen Bruch mit diesem gleichen Nenner. Also der Nenner ist dann x mal y und der Zähler ist y plus x, was ich eventuell auch noch umdrehen kann zu x plus y, damit es schöner aussieht. Und genau dieses mathematische Spiel mache ich jetzt hier. Das heißt, ich erweitere den Nenner zu 2 mal r parallel mal r antiparallel und erweitere den ersten Bruch mit r antiparallel und den zweiten Bruch mit r parallel. Und dann kann ich das machen, was da oben gerade allgemein mathematisch dargestellt ist. Ich schreibe das Ganze auf den Hauptnenner und habe im Zähler nur noch r antiparallel plus r parallel stehen. Das Ganze hoch minus 1. Und jetzt habe ich das Ganze so schön zusammengefasst, dass ich auch hier wieder leicht den Kehrwert bilden kann. Das heißt, R gesamt zur Schaltung B ist 2 mal R parallel mal R antiparallel geteilt durch R antiparallel plus R parallel. Ui, okay, ich habe zwei Formeln, die brauche ich jetzt, deswegen schreibe ich sie nochmal hier hin, damit ich die beiden vergleichen kann, denn in der Aufgabe B ist ja verlangt, ich soll zeigen, dass der linke Term größer ist als der rechte. Also muss ich damit noch ein bisschen herumspielen. Zunächst stört mich, dass es beides Brüche sind, das kriege ich aber hier in diesem Fall leicht weg, indem ich mal beide Nenner rechne. Dann fällt der Nenner auf der linken Seite weg und ich muss noch multiplizieren mit der Klammer da und das ist genau das gleiche wie das, was im Zähler steht, deswegen wird daraus ein zum Quadrat. Und auf der rechten Seite fällt auch der Nenner weg und ich muss ihn noch mit 2 multiplizieren und 2 mal 2 ist 4, der Rest bleibt stehen. So, jetzt geht wieder mathematische Denkerei los. Und zwar brauche ich hier die binomischen Formeln. Und die binomische Formel sollte eigentlich bekannt sein. Die erste ist a plus b zum Quadrat ist a Quadrat plus 2ab plus b Quadrat. Das wende ich hier auf den linken Term an. Dann steht da r antiparallel zum Quadrat plus 2 mal r antiparallel plus r parallel zum Quadrat. Und die rechte Seite bleibt einfach stehen. Jetzt rechne ich minus der rechten Seite, also minus 4 mal r parallel mehr antiparallel. Und das verrechnet sich mit dem mittleren Term, sodass da eigentlich nur aus plus 2 mal r parallel r antiparallel minus 2 mal r parallel antiparallel wird. Und das wiederum ist wieder eine binomische Formel, denn a² minus 2ab plus b² ist dasselbe wie a minus b zum Quadrat. Das setze ich ein, das heißt, ich habe r antiparallel minus r parallel zum Quadrat soll sein größer als 0. Gut, das ist ein quadratischer Ausdruck, der ist immer größer als 0, solange die beiden Widerstände unterschiedlich groß sind. Und hier ist eine Aufgabenstellung gegeben, ist sogar r antiparallel ist größer als r parallel, das heißt, selbst ohne Quadrat wäre es größer als 0, mit Quadrat erst recht. Und damit ist die Aufgabe B auch gelöst. Kommen wir zur Aufgabe C. Hier in C soll jetzt die relative Widerstandsänderung im Vergleich zu RA berechnet werden. Also RA minus RB geteilt durch RA. Und das Ganze soll ausgedrückt werden mit Hilfe des Terms Alpha gleich Rho parallel geteilt durch Rho antiparallel. Legen wir los. Laut Aufgabentext sind die beiden Schichten geometrisch identisch aufgebaut. Außerdem gilt hier allgemein, dass der Widerstand proportional zum spezifischen Widerstand ist. Also kann ich schreiben, R parallel ist irgendeine Konstante mal Rho parallel und R antiparallel ist die gleiche Konstante mal Rho antiparallel. Der Gesamtwiderstand zu A ist ja diese Formel hier. Und dann setze ich eben für R parallel und R antiparallel gerade dieses K mal Rho ein. Kann das K oben aus dem Zähler ausklammern und vor dem Bruch schreiben. Für B mache ich das gleiche Spiel, das ist diese Formel hier, setze jeweils K mal Rho ein, dann entsteht oben im Zähler K Quadrat mal dem alten Term und unten Nenner kann ich einmal das K ausklammern, kann ich gegeneinander kürzen und auch vor dem Bruch schreiben. So, jetzt nehme ich diese beiden Formeln hier hin, das heißt also RA ist daneben K mal Rho parallel, Rho antiparallel halbe und RB ist dem K mal 2 mal Rho parallel, Rho antiparallel geteilt durch die Summe dieser beiden. Und jetzt bilde ich genau das, was da oben verlangt wird, nämlich RA minus RB geteilt durch RA. Und jetzt setze ich mal einfach alles ein. Okay, das will ich jetzt gar nicht vorlesen, es ist nur eingesetzt und das sieht schrecklich aus. Und ich glaube, diese ganze Aufgabe ist eigentlich nur dazu da, dass ihr zeigt, okay, ich nehme so einen Term und ich traue mich damit, ihn umzuformen, auch wenn er erstmal furchtbar aussieht.
Aber das Erste, was ich sehe, ist, dass oben in beiden Termen einmal k mal auftaucht, unten auch. Das heißt, ich kann das k schon mal wegkürzen, das spielt keine Rolle. Und schon hat sich der Term zumindest ein ganz kleines bisschen vereinfacht. Als Nächstes erweitere ich den gesamten Bruch mit dem Faktor 2. Dann fehlt nämlich im Nenner das Halbe weg, im ersten Term des Zählers auch und im zweiten Term wird aus der 2 eine 4. Jetzt sieht das Ganze doch schon ein ganzes Stück freundlicher aus. Jetzt kommt wieder die Idee mit dem, wie addiere bzw. subtrahiere ich zwei Brüche. Jetzt habe ich hier den ersten Term minus den Bruch und dann bringe ich den ersten Term auf den gleichen Nenner. Das heißt, ich erweitere Rho parallel plus Rho antiparallel mit dem Nenner und das ist zufälligerweise der gleiche. Deswegen taucht er hier im Zähler jetzt zum Quadrat auf und ich habe beide Ausdrücke mit dem gleichen Nenner. Dann kann ich im Zähler die beiden einzelnen Zähler oben zusammenfassen. Und jetzt kommt wieder der gleiche Trick, den ich schon mal gemacht habe. Nämlich, da steht Rho parallel plus Rho antiparallel zum Quadrat minus 4 mal Rho parallel. Rho antiparallel, das habe ich vorhin schon mal gezeigt. Das kann ich mit der ersten binomischen Formel ausmultiplizieren. Dann taucht im Mittelterm 2 mal Rho parallel Rho antiparallel auf. Das kann ich mit dem minus 4 mal Rho parallel Rho antiparallel verrechnen. Dann wird aus dem plus 2 eine minus 2. Und dann kann ich die zweite binomische Formel anwenden. Und so vereinfacht sich der gesamte Zählerausdruck zu Rho parallel minus Rho antiparallel zum Quadrat. Und dann kann ich den Nenner im Zähler mit dem Nenner des gesamten Bruches noch zusammenpacken. Und es entsteht der schön einfache Ausdruck Rho parallel minus Rho antiparallel zum Quadrat durch Rho parallel Rho antiparallel zum Quadrat. Und schon habe ich diesen schrecklichen Ausdruck zu einem relativ angenehmen vereinfacht. Hat jetzt allerdings tatsächlich gar nicht mehr so viel mit Physik zu tun, sondern ist mehr eine mathematische Übung, die am Ende übrigens ganz schrecklich aussieht, wie ich finde. Aber ihr habt es gerade gesehen, jeder einzelne Schritt ist ziemlich einfach. Bloß muss ich jedes Mal den ganzen anderen Quatsch wieder mit hinschreiben, sodass die Gesamtrechnung am Ende schrecklich aussieht. Das ist übrigens häufig der Fall, wenn so Rechnungen richtig kompliziert sind, dann bestehen sie oft aus Termen, die mehr oder weniger immer wieder in gleicher Form aufgeschrieben sind und von einem Schritt zum nächsten ändert sich immer nur eine Kleinigkeit, also keine Angst vor solchen Ausdrücken. So, jetzt komme ich noch zum zweiten Teil der Aufgabe C. Ich soll das Ganze noch mit Alpha ausdrücken und Alpha ist Rho parallel geteilt durch Rho antiparallel und um das ein bisschen im Nenner zu erreichen, teile ich jetzt wirklich jeden Term durch Rho antiparallel. Dann entsteht da Rho parallel durch Rho antiparallel. Minus, ja, Rho antiparallel durch Rho antiparallel ist 1. Und im Nenner das gleiche Spiel. Aus dem ersten Term wird eben Rho parallel durch Rho antiparallel und dann plus 1. Dann habe ich es auch schon geschafft, denn Alpha ist ja genau dieser erste Ausdruck. Das heißt, am Ende entsteht Alpha minus 1 zum Quadrat geteilt durch Alpha plus 1 zum Quadrat. Sieht klasse aus, oder? Aber ihr habt es geschafft, ihr habt das durchschaut. Es ist gar nicht so kompliziert, wie es war. Und das war schon die gesamte Aufgabe 3. Und damit verabschiede ich mich für heute und wünsche euch viel Spaß zur Mathematik. Jetzt hätte ich schon fast Mathematik-Olympiade gesagt. Nein, das ist immer noch eine Physik-Olympiade. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.